willkommen zurück. Das Thema heute, Hassannahme. Dazu zieht es uns natürlich, gerade bei dem Wetter, raus. Das heißt, ihr müsst gegen eine Mauer spielen oder ihr nehmt eine Treppenstufe, der unterste Absatz, die unterste Stufe eignet sich gut, eine Wand, was auch immer ihr findet, einen tollen Mülleimer, der nicht umkippt, irgendwas, was euch den Ball wieder zurückbringt. Das Ganze zeige ich euch jetzt einmal Lasse. Und zwar spielt ihr gegen die Wand, der Ball kommt zurück, das ist der Pass, den ihr entgegennehmt und ihr lasst den durch die Beine durch, legt euch um und nehmt ihn mit. Einmal durchlassen, mitnehmen und ab. Dann zieht ihr den, damit wir eine fließende Bewegung haben, zurück, lasst den Ball durch, nehmt ihn mit, geht wieder in die Ausgangsposition. Das Ganze macht ihr zur linken Seite und zur rechten Seite. Immer abwechselnd und die Übung circa 5 Minuten lang. Wenn ihr das Ganze zu Hause machen solltet, weil ihr vielleicht an dem Tag keine Möglichkeit habt, rauszukommen, dann gebt nicht gerade die beste Wand zu Hause, die Wohnzimmerwand und auch nicht den härtesten Ball. Das ist ganz egal, kann auch ein kleiner Plastikball sein. Wichtig ist, dass nichts kaputt geht. Aber worauf es ankommt, ist, dass ihr die Übung und die Schrittfolge auf dem mit denen schon darfst du hier nicht auf den Rasen. Du brauchst Tausendfüßler runter. Ah, mit Stollen dürfen wir hier nicht rauf auf unseren neuen Kunstrasen. Nee. Gut, dass du mir das gesagt hast, Emilia. Danke. Bitte.